Für die Blockermod. Bis hier rein. Nee, das kannst du nicht machen. Natürlich nicht. Kann ich das machen. Ich kann dich auch zensieren, wenn du möchtest. Hallo! Wir haben heute einen kleinen Auftritt und ich sage mal in Interviews, dass wir vom Auftritt immer zusammen auf Toilette gehen. Das ist unser Ritual. Und das sollte man nicht wechseln, das Ritual. Genau. Deswegen. Was für ein Auftritt? Toilette und jetzt haben wir eine kleine Promo-Session hier in einem wunderschönen Saal. Für. Deluxe? Deluxe Music. Viel Spaß. Hi Leute, mein Name ist Vincent Weiss und ihr seid hier bei Deluxe Music. Der erste Song muss ich sein. Was für eine Nacht, bin mit einem Schädel aufgewacht. Ich seh Kaffee wie in Zeitlupe ins Glas. Denn er müsste Musik sein, ja, wo auch immer du bist. Und ich steh da, werde kalt, ich kann nur noch zusehen. Ey, was habt ihr gedacht? Dass ihr nichts mit mir macht. Denkt ihr, mich lässt es kalt? Käm einfach so damit klar. Und ja, ich lieb, was ich mach. Doch mich hat niemand gefragt, sondern sich einfach genommen. So viel ist noch für mich gar. Nochmal? Ja, nein? Was? Oh, nee, komm. Sollen wir noch andere Songs spielen? Braucht ihr noch was? Wünsche. Wollt ihr noch was? Songwünsche? Anmod, Abmod, Social Media. You say I'm crazy. Das ist mein erster Vlog. Ich bin ganz aufgeregt. Was soll ich denn jetzt hier erzählen? Wir haben nachher noch so eine kleine Online-Zoom-Session. Und ja, damit man hier auch das Klavier hören kann. Hier das ganze Equipment am Start bringen. Warum baust du auf den Vincent, hilft nicht? Ja, das ist das mit der Berufswahl. Ne? Die Sänger sind da immer fein raus. Und wollen ein bisschen mit euch quatschen, chatten, Musik spielen, alles was ihr so wollt. Da wird schon die erste Getränkerunde ausgeteilt, sehr schön. Und ich weiß nicht, Keno, gab es schon eine Anmoderation? Sollen wir noch irgendwas dazu sagen? Oder wollt ihr schon mal noch eine Frage stellen? Sollen wir einfach die Klappe halten und spielen? Okay, habt ihr einen Songwunsch, liebe Bremen 4-Hörer? Weit weg, Love Island. Wie geht es denn? Wir machen keine Songwünsche, am Ende stehen wir da. Weit weg war doch unser Neuer. Ja. Das war der. Achso. War das der? Das wurde Liebe hin. Nein, das wurde Liebe hin. Das war auch andere Tonarten, welche haben wir jetzt gespielt. Haben wir weit weg schon akustisch gespielt? Mhm. Sing mal kurz. Ich weit, weit weg, tausend Meilen von dir. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, tausend Meilen von dir. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg, aus Freude fürs Leben. Falsche Strophe, das war die zweite. Warte, ich mach nochmal weiter. Bin ich weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Ich halt fest an einem kleinen Verleih. Es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir sind gerade bei Alvaro und machen eine kleine Kochshow. Nee, natürlich kann man das auch, aber ich finde es also so in der Konsistenz. Ich kann nicht kochen. Alvaro kann sehr gut kochen. Ich komme zum Essen. So. Eine Kochshow, wo ich essen darf. Ja, ich habe
Ich habe immer nur mit Reis. Aber bin gespannt. In der WG. Wir müssen ihn marinieren. Das wird eine absolute Katastrophe. Das wird einfach fantastisch sein. Denn ich kann nicht kochen. Ich kann auch nicht so gut kochen. Ich habe einfach nur Spaß. Aber ich lerne es jetzt mal. Boah, der ist krass. Der ist sehr, sehr geil. Also, war das wirklich so zitronig, ne? Der geht jetzt so schnell rein wie Sangria, Alter. Das wird krass. Wie bitte? Weißt du schon, wann das ausgestrahlt wird? Andi, wann wird das ausgestrahlt? Ich habe keine Ahnung. Im Juni davon. Im Juni? Ja, wahrscheinlich im Juni. Ihr seht es irgendwann im Vlog. Irgendwann wird's gut. Nee, Quatsch, irgendwann. Ihr seht es jetzt in unserem Vlog oder irgendwann. Wenn Anna bekommt und dann kriegst du es auch irgendwann. Das wird gut, Leute, wenn ihr. Guck mal, guckt euch das mal an. Hallo? Also, die sieht aus wie in einem professionellen Restaurant. Nicht so nah rangehen. Ich wusste nicht, wie viel Wasabi man benutzt. Wir haben eine ganze Tube reingepackt in eine Million. Das ist die ganze Wurst. Aber eine komplette Wasabi-Schicht drunter. Das ist so viel. Und jetzt kommt aber das Schwierige. Der Part ist richtig schwierig. Jetzt kommen die Makis, oder? Ja, die Makis sind sehr schwierig. Den Rest seht ihr im YouTube-Video. Puh, richtig. Den Rest seht ihr bei Alvaro. So leer. Ja, perfekt. Komm runter. Dankeschön. Sushi oder Donuts? Donuts. Ich glaube auch, es sind Donuts. Donuts. Boah, fuck! Es ist Sonntag, 3 Tage nach Verkündung der Albumplatzierung. Und es war ein geiles Wochenende, ey. Wir haben die Nummer 1 ein bisschen genossen. Es gab das eine oder andere Bier zu viel. Und jetzt hatten wir viele Fernsehshows, wo Noah leider nicht mit durfte. Deswegen dürfen wir leider nichts von da zeigen. Aber jetzt hier im Hotelzimmer in Düsseldorf gerade. Morgen ist nochmal die letzte Fernsehshow, ZDF volle Kanne. Mal machen wir gerade Fanpost. Denn meine Schwester ist die Fanpostbeauftragte, hat mir die ganzen Briefe hergebracht. Und jetzt wird fleißig geschrieben, unterschrieben, Briefe gelesen, Autogrammwünsche beantwortet, zum Hochzeiten, zum Geburtstagen, zu allem drum und dran. Ich glaube, das kriegen wir alles in dem Tempo nicht weiter durch, wie wir es gerade durchziehen. Oder gesagt, in der Menge, weil das alles zu personalisieren und dann noch extra Wünsche rauszuschreiben, das ist echt in der Masse, die wir bekommen, einfach wirklich fast nicht machbar. Also ich wäre Fulltime Autogrammschreiber. Was ich auch sagen wollte, ist vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das Album, dafür, dass ihr das alle so feiert, so supportet, wie es auf die Nummer 1 halt der Albumcharts geschafft haben. Ich glaube, sowas schafft man, wenn überhaupt, vielleicht einmal in seinem Leben. Und das haben wir jetzt auch schon hinter uns gebracht nach dieser Kurzkarriere. Also richtig geil. Danke an alle, die das Album da mitgewirkt haben und mitgeschrieben haben, produziert haben, mitgeholfen haben. Das ist so groß für das ganze Team. Also es ist echt, wir sind einfach auf Platz 1. Der Albumcharts. Das ist schon wirklich verrückt. Und die nächsten Wochen zeigen wir euch mal so ein bisschen in den Vlogs, wie das ganze Album so entstanden ist. Und damit viel Spaß. Ich mache jetzt erstmal Autogramme, dann geht die Promophase weiter und wir sehen uns im nächsten Vlog. Danke. Küsschen. Wo die Liebe entfällt, da lasse ich sie liegen hinter mir. Das ist der Grund, dass ich hier immer noch will. Wer, wenn ich, wir gehen zusammen durch alle Zeit. Wir beide bleiben, vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Und vielleicht irgendwann, vielleicht irgendwann.